Robert Schwentke. Unser Mann in Hollywood, könnte man sagen. Das ist ein Regisseur, den ich nicht so wirklich verstehe, um ehrlich zu sein. Der ist damals nach Hollywood abgehauen und dreht seither riesige Franchise-Blockbuster-Produktionen. Filme, die eigentlich auch schon wieder in Vergessenheit geraten sind. Um mal ein paar Titel zu nennen. G.I. Joe, Snake Eyes. Insurgent, Die Bestimmung. Red, Älter, Härter, Besser. Und dann kehrt er nach Deutschland zurück, 2019, und liefert mit Der Hauptmann ein sensibles Arthouse-Drama ab. Und jetzt ist er wieder hier in Deutschland, hat aber John Malkovich aus den Staaten mitgebracht und präsentiert auf der Berlinale Seneca über den römischen Philosophen und Redner. Ich bin hier, um Ihnen zu sagen, dass Präsident Nero beschieden hat, dass Sie hingerichtet werden sollen. Der Sabbelwasser trinkende Seneca ist der Lehrer des verrückten Kaisers Nero. Zunächst beeindruckt er mit seiner Rhetorik und intellektuellen Brillanz. Herr, ich verstehe Ihr Bestreben und offen gesagt, ich bewundere es. Ein Mann wie Sie, dessen Natur von solch unbändiger und männlicher Art ist, die muss natürlich ihren Ausdruck finden. Aber, verehrter Präsident, ein durchschnittlicher Kommandeur befiehlt mit Angst, ein guter Kommandeur mit Respekt. Aber es dauert nicht lang und schon wirkt er aufgeblasen und nervig. Und die Geste, Herr, die ihm ewiges Ansehen bringt und Unsterblichkeit, ist nicht die Hand, die seiner Feinde Kehle wirkt, sondern vielmehr die Fingerspitzen, die sanft das blutige Federkleid einer verletzten Taube streicheln. Schweig still! Nero will ihn tot sehen. Und wir, das Publikum, bald auch. Vielleicht auch, weil dann dieser aufgeblasene und nervige Film endlich vorbei ist. Seneca scheint nur darauf bedacht zu sein, seine eigene Überlegenheit zu demonstrieren. Er ermahnt die Reichen ständig zur Bescheidenheit, ist aber eigentlich der großkotzigste und maßloseste von allen. Und sobald ihn jemand darauf hinweist, weiß er sich wie ein Aal aus den Vorwürfen herauszuwinden, wendet jedes Wort dreimal herum, redet ohne Punkt und Komma. So beeindruckend das Spiel von John Malkovich auch ist, der offenbar das Gesamtwerk des Philosophen auswendig gelernt hat, am Ende will man nicht mehr zuhören. Und man kann es auch nicht. Der Film mag vielleicht im alten Rom spielen, macht jedoch mit Hilfe von Anachronismen klar, dass es sich hier eigentlich um eine Erzählung über unsere Gegenwart handelt. Nicht umsonst wird der unberechenbare Willkürherrscher Nero immer nur Mr. President genannt. Nero steht also irgendwie für Trump und Co. Und Seneca steht für die intellektuellen Eliten, die alles besser wissen, aber nichts besser machen. Robert Schwentkes Seneca ist eine bitterböse Satire, an deren Ausstattung und goldenen Bildern man sich satt sehen kann. Es ist aber eben nicht alles Gold, was glänzt. Genau wie seine Titelfigur meint der Film, alles besser zu wissen, ändert am Ende jedoch nichts.